Hey, wir sind Bilbao. Hier sind unsere Top 5 Horrormomente auf der Bühne. Oh mein Gott! Nummer 5. Stromschläge auf der Bühne. Mikros sind sehr oft überladen mit Elektrizität, würde ich mal sagen. Ich glaube, uns drei ging es allen schon so, dass wir direkt am Mikro eine geschossen bekommen haben, direkt auf die Lippe. Man ist elektrisiert. Ist nicht so schön. Und Janis hat, glaube ich, auch schon mal Stromschläge von seinem Bass bekommen. Ich habe schon mal meinen Bass eine gepfeffert bekommen, was darauf hinausgelaufen ist, dass ich keinen Bass mehr spielen konnte. Und dann hast du ihn einfach weggelegt und getanzt, oder? Ja, so ungefähr. Spielen nicht mit Strom, Leute. Nummer 4. Ich habe mal auf der Bühne den falschen Städtenamen geschrien. In Augsburg bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, hallo Stuttgart, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ich wäre am liebsten sofort einfach im Bühnengraben versunken. Dieser kurze Moment still. Ja, das war schon lange her und es standen so 6 Leute im Publikum. Ich glaube, die fanden es jetzt nicht so schlimm. Okay, 6 Leute, Alter. Ja, aber trotzdem. Kann man leben. Aber trotzdem war es peinlich. Fun Fact. Übel und gefährlich in Hamburg, wer schon mal dort auf die Bühne gegangen ist, es steht ganz groß vorm Bühnenentry Hello Munich. Also, fickt euch übel. Nummer 3, Bühnenelemente driften auseinander. War nicht schön. Wir haben in Meppen gespielt im Rockpalast. Und die Bühne war gar nicht so niedrig, die war recht hoch, also bestimmt so 1,5 Meter war die hoch. Ne? Da will man nicht gerne runterfallen. Und die Spezialisten dort im Rockpalast, schöne Grüße, haben die Bühne nicht die Bühnenelemente nicht nicht fixiert, sag ich mal. Dann ist es passiert, dass während wir gerockt haben, die Bühnenelemente langsam auseinandergedriftet sind und solche Spalten und solche richtige Schluchten sich gebildet haben und man aufpassen musste, dass man nicht einfach untergeht und mit da so einem Bein da so rein. Ja, und sich irgendwie einen offenen Bruch holt. Ja, genau. Das war nicht so schön. Mm-mm. Nummer 2. Wir haben vor ein paar Jahren mal auf einem kleinen Festival in Süddeutschland gespielt, bei 38 Grad. Wir haben im Zelt gespielt, es waren 45 Grad oder noch mehr. Es war sehr heiß. Wir hatten einen Laptop auf der Bühne, auf dem ein Click-Track lief. Das ist sozusagen ein Metronom, damit man, wenn man nicht der allergeilste Musiker oder Musikerin ist, trotzdem geil performen kann, damit man die Time hält und die in Time bleibt. Genau, dieser Laptop ist überhitzt auf der Bühne und der Click-Track ist immer schneller und langsamer geworden, unkontrolliert. Und wir haben uns angeguckt auf der Bühne und wussten nicht, was geschieht, weil uns das auch vorher noch nie passiert ist. Ich dachte, alle sind besoffen. Genau. Was wahrscheinlich teilweise so war. Vielleicht. Ich glaube, die Leute dachten auch, dass wir irgendwie einen Schlaganfall hatten oder so. Weil es muss ganz merkwürdig gewesen sein. Ja, das will man nicht erleben. Ist nicht schön. Jo, die Nummer 1 war, wir haben letztes Jahr beim Zuparken-Festival gespielt. Da war es erstens sehr, sehr kalt und sehr, sehr regnerisch. Direkt am Meer ist das Festival. Und ja, spielen unser Set und irgendwann komplett Strom weg. Stromausfall. Und wir schauen uns alle an und es war halt still. Es war still. Man hat nur noch Schlagzeug gehört. Ja, genau. Ja. Also alles, was irgendwie elektronisch verstärkt wurde oder so, war weg. Man hat nur noch Trommeln gehört und keiner wusste, was passiert ist. Wir hatten so einen Moment auch noch nie. Genau. Also es hat einfach frontal in die Bühne reingeregnet. Alle unsere Effektgeräte waren klatschnass, Keyboards nass und scheinbar ist die Hauptsicherung rausgeflogen und dann kamen die Techniker von allen Seiten angerannt und haben panisch versucht, das zu retten. Und wir haben versucht, die Show zu retten, indem wir dann einfach kurzerhand eine Jam-Session gestartet haben mit allen Percussions, die wir auf der Bühne hatten. Alle eskaliert, alle irgendwo rumgeshaken. Ja. Zum Glück haben wir viel Trommeln und viel Percussions am Start. Wir konnten ein bisschen überbrücken. Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben auch noch nie vorher, glaube ich, vor so einer großen Crowd gespielt. Voll, ja. Das heißt, wir waren sowieso schon ein bisschen mit Pipi in der Hose unterwegs. Und und dann hast du diese riesen Crowd da und musst sie dann weiter unterhalten. Das war schon spannend. Hey, wir sind Bilbao. Das waren unsere Top 5 Horror-Momente auf der Bühne. Ich hoffe, es passiert euch nie, wenn ihr auf der Bühne seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.